Ja, seit meiner Zeit beim THW Bildungszentrum hat sich eigentlich alles geändert. Ich habe jetzt Materialverantwortung, Personalverantwortung, bin eine Führungskraft geworden. Ja, aber das ist auch genau das, was ich halt wollte und wo ich auch wirklich Spaß dran habe. Mein Name ist Björn Forkmann, ich bin 33 Jahre alt. Ich arbeite bei der Zelle Uels Netz. Wir gehören zur SVO-Gruppe und haben ungefähr 350 Mitarbeiter. Ich habe letztes Jahr am THW Bildungszentrum meine Industriemeister Elektrotechnik gemacht und diesen auch mit Erfolg bestanden. Vor meiner Weiterbildung war ich halt als Elektromonteur im Stromnetzzelle beschäftigt und durch meine Weiterbildung habe ich jetzt den Meisterposten als Netzmeister für den Landkreis Uelzen bekommen und bin da zuständig für das Mittelspannungsnetz sowie auch für das Niederspannungsnetz im gesamten Landkreis. Ich bin die direkte Führungskraft für 8 Mitarbeiter. Insgesamt besteht unser Team aus ca. 15 Mitarbeitern, für die ich auch hauptsächlich mitverantwortlich bin. Ja, mein Tagesablauf sieht in der Regel so aus, dass ich morgens um 7:15 die Arbeitseinteilung mache für die ganzen Monteure, dass jeder weiß, wo er morgens hinfährt, welche Aufgabe er hat, welchen Job er da zu erledigen hat. Und diese Arbeitsaufträge werden in der Regel auch von mir dann im Büro einen Tag vorher ausgearbeitet, fahre dann aber auch meistens noch mit raus, um einfach zu gucken vor Ort, klappt das so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass die Mitarbeiter auch genau wissen, was sie tun. Halten sie die Vorschriften ein, gerade im Bereich der Arbeitssicherheit, was sehr wichtig ist, weil wir arbeiten hier mit Strom. Ja, bei der Industriemeister Elektrotechnik haben wir halt sehr viel auch über Elektrotechnik gelernt. Auf der anderen Seite natürlich auch die Personalführung, Personalentwicklung. Gerade das habe ich jetzt hier wieder gelernt, das ist sehr wichtig. Fast noch wichtiger als das technische Wissen ist wirklich, wie man seine 8 Mitarbeiter führt, wie man mit denen umgeht, weil jeder Mitarbeiter ist anders. Ich habe teilweise auch Mitarbeiter, die sind doppelt so alt wie ich. Da muss man halt wissen, wie arbeite ich mit dem, wie spreche ich mit dem, auch so, dass er sich verstanden fühlt. Ich habe mich damals für das THW Bildungszentrum entschieden, weil auch 3 meiner Kollegen dort waren und ich von denen nur Gutes gehört habe. Und daraufhin habe ich gesagt, ja, da will ich auch hin, ich will mal Meister machen. Der Industriemeister Elektrotechnik ist halt so dieser Türöffner. Ich kann halt jetzt einen Blick weiter gucken, ich sehe jetzt hinter die Kulissen, ich kann Arbeitsprozesse genau nachvollziehen, Arbeitsabläufe genau beschreiben und nachvollziehen und das macht halt mega viel Spaß. Ich würde den Weg genauso gehen, wie ich ihn jetzt auch gemacht habe. Vom ersten bis zum letzten Schritt war es genau richtig.